Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und es ist soweit. Die goldene Meile schlägt wieder zu 3.0. Wir sind auch wieder zu dritt. Das ist nämlich der Kesto. Grüß euch. Der ist heute am Start, hat gesagt, der möchte das Spektakel auch mal erleben, mal mitmachen. Das ist der Hannes. Moin. Der Jean Renault für Arme, ne? Ja. Den kennt ihr noch. Der hat das auch noch nie mitgemacht, möchte das aber auch mal mitmachen. Wer es nicht kennt, Shania hat es schon mal mitgemacht. Wir haben den Norma verpasst an letzter Stelle. Marc und Pierre haben es mitgemacht. Wir sind nicht zu dritt am Ziel angekommen. Das war nicht perfekt. Wir, die Jungs, wir sind richtig gut vorbereitet. Das Wetter ist zwar nicht so toll, es hat die ganze Zeit jetzt geregnet. Guckt euch das an, das ist Regen. Es wird wahrscheinlich auch weiterhin daran wieder regnen, regnen, regnen. Aber weil wir schlau sind, machen wir jetzt was, was ich bei Marc und Pierre wir nicht gemacht haben. Wir sind beim Döner Lutz und essen nämlich jetzt erstmal einen Döner zur Stärkung, dass wir was im Magen haben. Und dann beginnt die Tour 12 Pubs, 12 Bier. Aber keine Pubs, weil wir uns das nicht leisten können. 12 Supermärkte und es ist immer so, die Regeln, einer geht rein. Die anderen gehen mit. Das war's schon. Oh, ein Schabe ist schon da. Sehr lecker, danke. Guck mal da, Hannes hat schon seinen Döner bekommen. Das ist aber sehr schön. Also nochmal die Regeln kurz zusammengefasst für alle. Wir gehen irgendwo rein. Der Erste sucht einfach eine Sorte aus, die er richtig interessant und cool findet. Kauft 3 Stück, jeder trinkt, dann im nächsten Laden. Geht der Zweite, aussuchen, bezahlen, man trinkt das aus und dann darf der Dritte, also so dass man nie weiß, was der andere nimmt, es alles durcheinander ist, man die Sorten mal kennenlernt, mal gucken kann, was sieht gut aus, was spricht einen an. Und so laufen wir eine Route durch Hildburghausen und gehen an jedem Einkaufszentrum vorbei, geprägt von der goldenen Meile von The World's End. 12 Pubs, 12 Bier in der Sparversion und jetzt aber erstmal Döner essen. Und damit wir was im Magen haben, denn heute wollen wir den perfekten Lauf meistern. Den perfekten Lauf. Hast du Bock? Ich hab richtig Bock. Ich bin gehypt. Gehypt ist er. Hannes, hast du Bock? Voll motiviert. Ich hab Döner. Ja, also nach dem voll Motto. Motiviert. Und wenn ihr mal in Hibu seid, geht zum Döner Lutz und esst da und probiert den Döner. Immer noch bester Döner, den man hier überhaupt kriegen kann. So Jungs, dann auf eine gute Fahrt, ne? Prost! Prost! Schöne Prost! So und hört mal, wenn wir in den Lutz beißen, wie das knuspert. So, Döner erfolgreich verspeist. Jetzt geht's auf zum Rebsender. Und da darf der Ramses das erste Bier aussuchen für die Jungs. Guck mal, wie sie sich freuen und hüpfen. Ja! Bier! Das ist Hibu. Aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr erkennen. Da hängt nämlich ein Rechen im Baum. Versteht ihr? In Hibu hängen die Rechen in den Bäumen. Hatte Kesto gerade entdeckt. Ich weiß nicht, was er da in dem Gebüsch gemacht hat. Hat auf jeden Fall gerade den Besen gefunden. Laut eigenen Angaben ist es ein Besen. Was sagt ihr? Ist es ein Besen? Ist es ein Rechen? Wie sehen bei euch die Besen und Rechen aus? Die Mülltonnen sehen ja auch anders aus. Deswegen. Die sehen ja anders aus. Aber ich glaube, die Jungs haben Durst, ne? Ja. Und das wird sich noch rächen. So, der Käse macht komische Sachen. Das ist egal. Ich muss erst mal kurz zeigen, es gibt eine ganz fixe Neuerung in der Goldenen Meile. Wir haben uns jetzt Feuerzeuge gekauft und ich möchte dieses hautfarbene Feuerzeug mein eigen nennen. Der Käse hat schon sich das Grüne ausgesucht. Von Hannes bleibt natürlich nur das Schwarze mit der Verpackung. So. Und jetzt hat jeder sein eigenes Feuerzeug, auf das er aufpassen muss und womit er sein Bier öffnen muss. Nicht wie beim letzten Mal, da hat ja der Dolepi seins, glaube ich, verloren. Und natürlich hat der Ramses sich gedacht, wir trinken heute mal das Corona, weil ich immer nicht mehr weiß, wie das schmeckt, aber das ja eigentlich übelst bekannt ist. Käse, du darfst auch anfangen und dann können wir mal später gucken, wie es schmeckt. Du machst deins auf. Das ist immer gut. Hoppa! Dann kommt ein Hannes hinterher. Corona ist immer gut, ja. Hoppa! Und dann bitte mal kurz halten.
Ach so, ja, und die sammeln wir jetzt. Also ich lasse den nicht ach fluppen, so, ne? Meiner ist weg jetzt zum Sammeln. Deswegen, wir wollen den ja einstecken. Hoppa! Toll, das beginnt und ich hab schon da alles halt. Das verpestet nicht die Umwelt und wir wollen auch diesmal die Kronkorken. Danke an Dolepi für die Idee, die Kronkorken jeder einstecken zum Feuerzeug dazu, dass ihr immer wisst, wie viel wir überhaupt sind und haben und machen. Keine Sorge, Käse, da liegen noch genug rum, die kannst du dann alle einstecken. So, dann Prost! Prost! So, was sagt der Experte zum Coronas-Bier? Wie schmeckt sie? Hat's im Munde? Bisschen wie Radler. Bisschen wie Radler. Hast du hier Milkshake aber gebastelt oder was? Sozusagen, ja. Also habe ich gut ausgewählt? Nee, schmeckt wie Radler. Schmeckt wie Radler also nicht. Nicht? Gut. Nee, für mich nicht. Dir schmeckt's nicht. Ist okay. Wir müssen auch haben, dass es nicht schmeckt. Was sagt Hannes? Ich mag Corona. Aus Getcho. Sag ja, guck. Nee, aus Getcho. Na, Corona ist gut. Ich mag Corona. Bei dir ist gar kein Milkshake mehr drin. Nein. Gehen in die Leere. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich glaube, das würde ich öfters trinken. Das ist auch nicht so herb und bitter ja wie viele andere. Und gefühlt ist die Flasche viel schneller leer, als wenn du so eine braune hast. Genial, dass du alles siehst und da durchgucken kannst. Das nimmt der Angel, sinkt nämlich immer, wenn er seine Tornados macht. So, im nächsten Laden sucht er aber der Käse aus, weil er der graue ist. Und dann kommt der schwarze hinterher. Wir laufen nämlich jetzt Richtung Edeka. Da gibt's das zweite Bier. Hoppa. Oh, Flasche nicht erkannt. Bitte nehmen Sie die Flasche. Ah, Mann, wieso haben wir immer so viel Pech? Hier mal. Ja, wenn der Hannes die vorher anfasst, dann geht's. Nee, es geht immer noch nicht. Ich glaube, das ist der Fluch des Edeka. Oh, guck mal. Den, ach du meine Fresse. Den habe ich das letzte Mal schon gesehen hier im Edeka. Da hat die Aufnahme aber nicht geklappt. Limitierte Edition Pfeffi mit Kokosgeschmack. Pfeffi Kokos, richtig genial. Hört sich gut an. Nimm mal mit. Richtig genial. Wenn du das sagst. Hat wieder keiner Bock, die Jungs, ne? Nein, Käse, such du mal Bier. Ich will Bier. Und wieder das gleiche Problem, ich habe keinen Bock, den ganzen Tag durch die Gegend zu tragen. Also stellen wir ihn wieder zurück. Tschüss, mein Freund, wir sehen uns irgendwann. So, weil wir dumm wie Scheiße sind, haben wir schon wieder probiert, Pfand abzugeben, obwohl das gar kein Pfand ist. Coronas hat keinen Pfand. Der Käse hat sich jetzt für dieses Bier entschieden. Was ist das, Käse? Stell's mal vor, versuch's mal zu verkaufen. Ratskrone. Das Bier vom Käse für Käse. Nee, Spaß, Ratskrone einfach. Billigbier. Er hätte ja fast wollte Hasseröder einpacken, aber. Fast eigentlich Hasseröder. Das wollen wir später. Hier nicht. Ach so, verdammt vielleicht nochmal, ich komm nicht drum rum. Ja, gut. Dann mach mal auf, ne? Du bist ja der Erst. 4,9 Volt. Papa! So, Hannes. Hat 4,9. Hannes, Hannes. Ja, hat 4,9. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Ja. Seit wann klopfst du da immer drauf, Bruder? Bruder. So, hier halten Sie mal einen Stock für die Dame. Hier schön auf das Ding, ne? Ich mache immer unten. Und dann. Hui! Hui! So, dann Prost! Prost, Prost, Prost! Was ihr nicht wisst, wir versuchen heute sogar noch einen Community Raid zu machen in Pokémon. Haben schon eingepostet, wandern da jetzt hin, auf dem Weg zum Netto, ist am Schachbretttisch nämlich noch ein Zapdos Raid und den werden wir jetzt noch mitnehmen. So was, ich habe gehört, Sie beschweren sich. Ja, schmeckt's? Abartig, das Zeug. Also war das davor war besser? Ja, wesentlich besser. Was schmeckt Ihnen daran nicht? Das ist mir zu bitter. Zu bitter? Ja. Ich dachte, Sie mögen das Bittere und das Herbe. So, dir? Mir schmeckt's. Ja, ich kenn's ja schon. Ist ja ich kenn's ja schon. Ich trink's ja immer. Grüße raus, Schaffi, Alter! Das ist ein richtiger Ossi, ich bin der Schaffi. Ja, ich hab noch gar nicht probiert, warte mal. Also ich habe schon Herberes getrunken und Bitteres erlebt. Aber das erste fand ich trotzdem süffiger. Ja. Ah, das kann man auch trinken für den Preis, ne? Jetzt aber ab zum Netto und dann das nächste Reib. Schnell, schnell. Oh nein, langsam, oh, schnell. Aber nicht in Zeitlupe. Jetzt könnt ihr das spenden, aber wir sind ja nicht der Dolepi und deswegen sind wir gierig. So, wir sind jetzt auf jeden Fall vom Netto angekommen, es regnet. Wir haben jetzt die 10 Leute auch für den Community Raid, der hinter uns ist. Hat schon wieder aufgehört zu regnen. Und der Hannes sucht jetzt Bier aus. Jawohl. Und der Käse sieht aus wie ein Schlumpf.
Hannes hat das nächste Bier ausgesucht und er hat sich für diese Kimme entschieden. Ja. Chiemseer. Ja, du bist gar nicht vorbereitet. Du musst es doch in der Hand haben. Ich muss in der Hand haben? Mitführen, zeigen, vorstellen. Warum haben Sie sich für die Kimme entschieden? Das Chiemseer. Hell. Ich liebe Helles und ja, Chiemseer ist geläufig in Bayern und schmeckt einfach. Seid ihr auch läufig in Bayern? Ja, läufig. Wir sind viel meinst, weil es heute so dunkel ist, hast du jetzt ein Helles genommen. Genau, richtig. Der Hannes hat auch noch was gemacht. Der hat noch hier drei feige Früchtchen eingepackt. Ja. Was das bedeutet, weiß ich auch nicht, was er uns damit sagen will, aber machen Sie mal das Bier auf. Machen wir auf. Das haben Sie schon wieder weggestellt, der Herr. Muss noch jedes Mal kontrollieren, ist das Feuer noch da? Diese Vorbereitung, immer. Die Menschen. Immer. Die Menschen in der City. Hoppa! So, hier, der Mann mit dem Bart. Der Mann mit dem Bart ist da. Ach, guck mal, kommt, yo, das ist aber schön. Es läuft. Das ist eine Kesto Production. Das ist eine Kesto. Genau. So, oder? Ja, wurscht. Zum Glück haben wir unser Superfeuerzeug dabei mit Hautfarbe dran. Schön auf die Hände. Der bleibt einfach oben stehen. Hoppa! Da kommt aber auch was. Das ist eine Kesto Production 2.0. Prost! Oh doch, das schmeckt besser als das Ratskorn. Eindeutig. Das muss man ja einfach sagen. Also, ist nicht so herb, ist nicht so bitter, finde ich auch besser als die Ratskrone. Aber ich fand das erste immer noch am genialsten, weil das war mega gekühlt. Ja. Die sind jetzt alle badwarm. Leider. Und du, dir schmeckt... Ja, mir schmeckt Helles. Erkennst du. Helles ist einfach nur meins. Meins. So, guck hier, die drei von der Tange, ne? Macht man das so? Ja. Weiß ich nicht. Das sieht gar nicht so aus. Und dann auf die Nase. Dann auf die Nase. Pasta ist auf die Nase. Das passt. Passt. Auf die Nase. Beim Hannes passt das wie angegossen. Ja. Da so, ist auch was dran. Ja, weiß ich. Jawohl. So. Nur nicht damit. Der zählt nicht. Tschüss. Danke. Die Dame weiß Bescheid. Genau. North Face Gucci. Guck mal. Hier haben wir noch nie gestanden. Das haben wir noch nie im Video gehabt. Das ist der Hintereingang vom Lidl. Notausgang freihalten. Stopp! Stopp! Halt, stopp! Da ist der Käse, da ist der Hannes. Wir haben jetzt erfolgreich den Community Raid absolviert. Wir müssen jetzt natürlich hier in den Lidl rein. Ihr wisst ja hier, das ist das Dreiachssystem, Netto, Lidl und Rewe da drüben. Das ist immer die beste. Und da Ramses ist wieder dran. Und ihr wisst, die goldene Meile, wenn Ramses dran ist und der Lidl kommt, was der Ramses nimmt, schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Mal gucken, ob ihr recht habt, was der Ramses für ein Bier gewählt hat. Chiemser. So ein schönes Bild. Und er auch? Und er auch. Ich weiß nicht, um was es geht. Die lästern schon wieder, also und er auch. Hannes, probier mal dein Glück. Nicht akzeptiert. Also es ist, das ist die goldene Meile. Egal, wo du was abgeben willst, es geht einfach nicht. Also mitnehmen zum Rewe. Aber erstmal Lidl. Ramses ist dran. Ihr wisst, was kommt. Schreibt's rein, wirklich. Ich hab's noch nie so ernst gemeint wie jetzt. Schreibt's rein, was jetzt kommt. Ihr wisst es. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht aufgepasst, weil ich. Wahrscheinlich. Nie guckt er die Videos. Noch nie kommentiert. Okay. Das nehme ich persönlich. So. So, wir sind raus. Die Kassiererin war total nett. Nicht wie im Kaufland, wo wir nachher hinkommen, obwohl wer weiß, wer da heute da ist. Die sind schon wieder in ihrem Element. Jo. Das ist der obligatorische Kräutergarten, ihr kennt den ja. Und ich habe mich natürlich für das Perlenbacher Strong 7-9 entschieden. Hier, Dankeschön. Günther. Hier, Hannes. Dankeschön. Hier, Ramses. Sommelier. Schnell auf. Achso, warte mal. Warum hast du dich für dieses Bier entschieden? Ich habe mich nicht dafür entschieden. Okay, trinkst du es trotzdem? Natürlich. Dann mach's mal auf. Hey, jetzt das ist eine Gesso Production. Ein bisschen schon. Ein bisschen. In der Lernphase. Das ist der Hannes Production. Ach so, ach, der hat gleich sein. Sammeln.
Wir sammeln ja heute die Decke und deswegen nehmen wir jetzt den Bibus mit. Ja, toll, jetzt. Ja, das dauert noch. Kannst du mal kurz halten? Ich halte. Einfach nur hier auf für Hennes. Ich halte, jawohl. Und dann, hoppa. Jetzt natürlich noch den Prost, den obligatorischen. Prost. Ah, sehr lecker. Und wie schmeckt's? Weiß ich nicht, ich habe nur Faxen gemacht. Schmeckt nach Starkbier. Nee, keine Ahnung. Schmeckt nach Starkbier. Ein bisschen bitter, aber nicht so bitter wie Ratskrone. Schön schaumig, cremig, hä? Auch. Aus der Dose. Ich mag's. Sehr angenehm im Geschmack. Das ist das erste Mal, dass du das trinkst. Ja, aber Starkbier ist immer gut. Gibt's bei euch nicht. Strongbier, ich glaube, ich hab's noch nie getrunken. Ich finde, das ist Kult. Ne? Perlenbacher kennt man, ist die Lidl-Marke. Vika Classic Bier aus dem Kaufland. Gibt's gar nicht, ne? Müssen wir mal einführen. Wo ist Kar Classic Bier aus dem Kaufland? Das fehlt noch. Es regnet mittlerweile wieder. Es tröpfelt die ganze Zeit nass. Und wir müssen jetzt hier durch dieses Gebüsch hoch über die Straße, wo der Mann die ganze Zeit die Autos anhält, weil die alle zu diesem Heidewitzker möchten. Du hast so gesorgt durchs Büsch, du Mai. Ich stell mich auch an, ganz freundlich. Du stellst dich an, ja? Ja, ich stell mich an. Guck mal, wir stehen an. Ich will mich nur anstellen. Also. Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich will eigentlich hier rüber. Aber. Ach, man darf da gar nicht mehr durchfahren. Guck doch mal. Das ist aber gemein. Ihr dürft nicht mehr da hoch, versteht ihr? Das ist die goldene Meile in Hiebo. Da wird immer die ganze Straße abgesperrt, extra für uns. Wo muss ich jetzt hin? Den Weg nachlaufen. Ich dachte, wir doch nicht da hoch. Okay. Aber wir wollen ja gar nicht da hoch, wir wollen ja nur in Rewe. Aber das weiß ja keiner. Der Hannes, das ist nämlich Security. Und da darf heute keiner hier, das verstehe ich nicht. Wo wollen die denn langfahren, wenn die wirklich nach Schleusing wollen? Keine Ahnung. So, wir sind natürlich jetzt am Rewe angekommen und ihr wisst, was das heißt. Ihr stinkt alle, immer noch. Und jedes Mal Perlenbacher und jedes Mal stinken wir. Ich glaube, das hat einen Zusammenhang. Wir sitzen jetzt auch hier. Hast du gelesen, ihr stinkt alle? Wir stinken. Solange wir nicht hässlich sind und nur stinken, ist mir das egal. Ja, aber dumm wie Scheiße, ne? Und deswegen. So begrüßt der Rewe seine Kundschaft. Der Rewe begrüßt die Leute mit, ihr stinkt alle. Und jetzt gebt mir euer Geld. Wir gehen jetzt hier rein und weil ich jetzt dran war, wissen wir ja, dass entweder Hannes oder Kästo das nächste Bier aussuchen, aber ist auch komplett egal, weil jeder muss eins mitnehmen. Denn vom Rewe zum Kaufland ist so eine weite Strecke, dass wir sowieso zwei brauchen. Also egal wer dran war von euch beiden, du suchst eins aus und du suchst eins aus. Und im Kaufland ist der Ramses wieder dran. Da gibt es übrigens auch eine Toilette, ja. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Ich muss mal entschlammen. Ja, der Käse hat nämlich Schlammproduction. Incoming und das. Schlammproduction. Kein Grund, sich anzufassen, Jungs. So, wir versuchen jetzt unser Glück im Rewe. Die Flaschen vom Netto abzugeben. Ja. Die gingen ja nicht. Die funktioniert. Jawohl. Hier, Kästo Production, schieb's mal rein. Zack, fertig. Hier, weiter. Rewe hat halt keinen Anspruch. Rewe nimmt alles. Rewe hält die Hand auf. Das ist das Perlenbacher, das funktioniert natürlich auch. Und wenn ihr euch fragt, wo die herkommt, dann fragt lieber nicht. Hauptsache, die geht abgeben. Da ist auch der Nippus noch dran. Kästo. Hoppa! 1,24. Der Kästo hat Glück, weil er ist als nächstes dran. Juhu! Das ist eine Kästo Production. Das ist Hannes Brennt. Aus unerklärlichen Gründen hat der Hannes sich jetzt einen schwarzen Duftbaum gekauft. Da steht einfach dran. Warte mal, der ist falsch rum jetzt. Black Ice. Wunderbaum Black Ice, ne?
Den hat er sich jetzt dran gemacht, dass er nicht mehr... Ihr wisst ja, Rewe, ihr stinkt ja, alle. Genau. Hat der Hannes sich gleich einen Duftbaum gekauft, deswegen. Ich dachte, genau, das ist Lakritz. Kesto ist gerade ausgetreten und wenn er zurückkommt, zeigt man euch, was der Kesto hat. Aber ja, riecht halt nach Klospray, nach billigem Klospray so. Das kann man bestimmt gut anzünden. Probier mal einmal aus. So, Kesto ist zurück. Kesto war gerade ausdrehen, das heißt, er hat bestimmt seinen Pimmel angefasst. Und was er damit gemacht hat, seht ihr hier. Guck, das ist Kesto gerade auf der Toilette. Das hat er gerade gemacht. Du hast jetzt dieses Hasseröder ausgesucht. Hasseröder. Warum? Weil das mein Lieblingsbier ist. Seitdem ich 14, 15, 16 bin und angefangen habe, richtiges Bier zu trinken, keine Alkopops mehr, trinke ich Hasseröder, denn das ist auch Sachsen-Anhalts beliebtestes Bier, da wo ich herkomme. Ich dachte Ratskrone. Nee, das ist billig. Das ist einfach nur billig und das, das ist das billigste Bier. Das ist das Lieblingsbier. Genau, und das ist mein Liebstes. Dann machen wir das jetzt auf, dann probieren wir das mal. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn Hasseröder? Das ist ja gar kein Mainstream-Bier, was jeder kennt. Ach so, warte mal. Bing! Hey, hat's gemacht. Hasentöter. Hannes! Quatsch nicht, mach auf jeder hier! Mit seinem jo, ich mach schon auf hier! Genau, wird gequatscht! Ja! Ich schwabbel ab! Ich hab schwarze Fingernägel. Du mit deinen schwarzen Fingernägeln, da kannst du jetzt mal hier ach kurz. So, jetzt das muss Ding ich halten. Diesmal richtig machen. Ja, du musst ja nur einfach, man muss ja nur das Bier öffnen halt, sehen. Das Ding müssen wir auch noch mitnehmen. Woppa! Die Undertaker! Ach, mach's jetzt extra in die Gesicht na, rein. Dich? Super, das ist aber schön. Steckt eure Stöpfel ein, es geht um, steckt euer Feuerzeug wieder ein. Es geht um Leben und Kot. Ja, ja, um Leben und Kot. Herr damit, guck, denn, du diese... Scorpions. Ja, Prost halt, wie auch immer. Boah, Hannes ist und wie schmeckt's? Film das mal bitte. Wie schmeckt's? Film mal, mein Schluck, Hannes sein Schluck. Dit ist Hannes, dit ist Kesto. Ich bin durchig, Alter. Das ist einfach die halbe Flasche leer. Es schmeckt besser als das andere von ihm da. Das ist das andere Rotz da, was er da hat. Ratskohle. Ist albe da. Ja. Hier schmeckt's eh, muss man hier schon schmeckt's, sagen. Hier schmeckt's, mein Liebstes. Ich muss sagen, so schlimm finde ich es gar nicht. Man kann es auf jeden Fall trinken und mittlerweile kann man wahrscheinlich alles trinken und deswegen ist alles super. Als Zuber ist das hier. Guck das, hier würde ich gern wohnen. Oh, oh, ist das aber schön hier. Hier würde ich auch gerne wohnen. Nicht mein Kanzler. Ist das nicht hier Loriot oder was? Der mit den Dingern? Das ist L'Oréal London. Hey. Das sieht aus wie so ein Etikett von einer Bierflasche. So sieht das Hasseröder schon viel besser aus. Nicht mein Kanzler. Prost. Gezeigt. Das geht raus an Thomas. Thomas, ich habe dir letztens ein Bild gezeigt von Julian Eisenstein. Ich sagte, kennst du den? Was ist das? Ne? Julian Eisenstein. Und jetzt guck mal in Hibu. Mein Guder, ist das nicht derselbe? Hier hängen einfach Sticker rum von Julian Eisenstein. Wie geht das denn? Kennt ihr den? Ist das YouTuber? Ist das sonst was? Was ist mein Guder? Mein Guter. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich glaube, der arbeitet beim Schwimmbad. Das ist bestimmt der Bademeister. Ich muss mich bei Schilling entschuldigen, dass ich dachte, das wäre echt Schilling gewesen damals auf dem Foto. Also. Das ist der Schilling. Sorry, guckt also, euch an. Nein, der legendäre. Also. Tut mir leid, Schilling. Das ist der Schilling. Ja, Hannes, kann ja mal passieren. Ich verwechsel auch immer die Biotonne mit der Regentonne. Und das ist mir so peinlich, ohne schon mal. Ist... Er sabbert nur noch vor sich hin. Ey, was ist denn los? Ja, wir müssen jetzt einfach Richtung Dino, weil wir am Dino ja dann das nächste Bier vom Hannes aufmachen müssen Richtung Kaufland. Und dann hast du bis Chaka. So, Kesto ist angeblich pervers. Macht da an dem Dino rum. Hast du den jetzt angespuckt oder hast du den geküsst? Ich hab ihn geküsst. Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur gehört, wie es ging. Er küsst ihn. Weil wir jetzt theoretisch vom Rewe die Hälfte des Weges bis zum Markt zurückgelegt haben und beim Dino sind, was ja immer dann Hotspot ist dazwischen, dass wir den auch mal kennenlernen, haben wir natürlich jetzt das Hannes-Bier. Der Hannes hat sich für das Desperados entschieden. Hannes,
Warum hast du dich für dieses Desperados entschieden? Weil der Ramon sich das Corona ausgesucht hat und ich will jetzt das Gegenstück dazu haben und das ist Desperado. Ich habe wirklich das Feuer verloren. Was hast du, das Feuer verloren? Ich habe das Feuer verloren. Vielleicht hast du es oben liegen lassen gerade. Ach so, wir waren ja gar nicht oben und haben die Handys zurückgebracht. Ich habe meins noch. Och Hannes, jetzt habe ich es doch gar nicht gefilmt, was denn, Mann. Was denn? Ach, jetzt du da wieder so. Es ist doch drauf, was ist denn? Was ist denn? Hier, Hannes, hey, guck mal, hey. Es ist doch voll drauf, Alter. Ja, dann mach's jetzt mal auf. Das, dieses Geräusch hat doch mit dem Mund. Okay. Mund gemacht, das Geräusch. So, jetzt ist auf. Ja, genau. So, eins hier. Genau. Kesto, Kesto ist... Kesto, selbst wenn Kesto es schafft bis zum Schluss, er hat sein Feuerzeug verloren, zählt nicht mehr disqualifiziert. Das durch, das so. Du darfst jetzt wieder halten, weil du bist der Kesto. Auf die Flasche. Auf. So, na, hab ich doch. War doch die Flasche. Du Arschloch. War auf die Flasche und einmal lass mal eine Fluppen holen. Und ich weiß auch jetzt, wo er ist. Und deswegen können wir jetzt mal anstoßen, wenn der Hannes noch hier wäre. Scheiße, ich hab kein Feuer mehr. Hannes! Erstmal Prost! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Ich dachte, du holst den! Du hast ich hab ihn doch! Ich der hab läuft ihn extra doch, hin und lässt ihn trotzdem Prost. Liegen! Warte, ich muss hier auch noch. So! Prost, Leute! Das ist eine Hannes Production mit Desperados. Ja, Desperados. Achso, wir müssen noch sagen, wie es schmeckt. Schöne Mexikanerpisse, geil! Schöne Mexikanerpisse. Ja, ist so abgebraut in. Frankreich ist aber mexikanisches Bier. Ich finde Desperados geil. Ich mag Desperados. Richtig, wie schmeckt es dir? Ich mag Desperados. Sau teuer, geil. Sau teuer, Alter. Ich liebe es. Es ist gut, es ist süßlich, aber es leicht hat einen guten ja. Abgang. Und wie schmeckt Desperados? Ein guter Abgang. Der Abgang ist immer gut. Magst du es jetzt oder liebst du es? Ich mag's, ich liebe es. Okay. Ich mag's, weil ich es liebe. Genau, richtig. Ich mag es, weil ich es liebe. Und wie schmeckt's? Sehr gut. Ach so, gut. Na, sehr das gut. Ist schon alles. Sehr gut. Es ist halt, du schmeckst den Tequila raus, ja, ne? Mh, den mh. Tequila. Das hat so eine ganz eigene doch, Note. Ich liebe das. Der Tequila ist super. Also Tequila. Den aber dadurch kann man es gut trinken. Es ist weder, es ist weder herb, noch ist es bitter. Es ist einfach Tequila. Ja. So, wir sind in der Halbzeit angekommen. Und jetzt, das ist das sechste von 12. Und jetzt geht's ab, weil wir müssen jetzt raus bis zum Kaufland bei der bösen Frau. Und dann mal gucken, ob wir es noch weiter schaffen. Der Hannes ist gerade austreten. Und eigentlich kommt er gerade zurück, aber er sieht irgendwie komisch aus. Guckt euch das mal an, was das ist. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Du hältst dich noch strikt an die Corona-Vorschriften, ja? Genau. Mit Mundschutz und allem. Das ist also jetzt ein Blümchen für den Ramon und ein Blümchen für den Kesto. Die unter Naturschutz stehende Pflanze da hinten hast du jetzt genommen und hast sie kaputt ja. gemacht. Warum lutscht ihr jetzt die ganze Zeit da dran rum? Warte mal, die kannst du hier reinstecken und dann sieht das auch gut aus. Der König der Löwen, guck dir das an. Ach du meine Fresse, jetzt ist alles hier kaputt. Jetzt siehst du aus wie... Ich bin ein Blumenkind, ich bin ein Blumenkind. Ich bin ein Blumenkind, ich bin ein Blumenkind. Oh, meine Frau wird's haben. So, wir sind jetzt theoretisch eigentlich beim Kaufland angekommen. Ihr seht schon, hier ist alles abgesperrt. Mit Marc und Pierre. Ja, Pierre, genau. Marc und ich bin Marc. Er ist Pierre. Du bist Marc, ich bin Pierre. Mit Marc und Pierre sind wir da hinten einfach runtergelaufen zum Haupteingang. Dann kam direkt eine Kauflandfrau an der Ecke raus. Verschwindet hier, sonst hole ich die Polizei. Wir wussten gar nicht, was los ist. Total ausgetickt. Ihr seht, das ist schon seit Ewigkeiten hier eine Baustelle. Und da wird gebaut. Kann ich nicht nachvollziehen. Das war mal ein super Parkplatz mit Autos. Ich weiß nicht, was die jetzt hier machen wollen. Im Endeffekt ist von 500 Parkplätzen nach 150 übrig. Und dafür so viel Geld ausschleudern, geht nicht in meine Birne rein, Junge. Wir müssen jetzt auf jeden Fall außen rumlaufen. Zur Tiefgarage rein. Und dann mit Marc und Pierre sind wir da drüben noch da. Da konnten wir noch hochlaufen. Da ist schon wieder Polizei. Und jetzt geht's nicht mehr. Weil jetzt fehlt einfach alles. Da ist Polizia. Genau. Wir laufen jetzt in die Tiefgarage. Ramses darf das nächste Bier aussuchen. Und weil die Strecke so weit ist bis zum Netto, darf der Kesto auch gleich noch ein Bier aussuchen. Hier geht's runter. Da unten ist die Parkgarage. Hier ist die Baustelle. Da sind die Jungs on fire.
Da ist Krötz mit Holztreppe. Grüße an Marc und Pierre. An der Stelle. Ruft mal alle an beim Schwarzfäller. Sag Grüße vom Ramses. Weil das ist Gruppe Eisfeld. Du doch mal deins rein. Ich hab ein anderes Hemd und fand auch. Weg ist er. Hannes, schnell in die 2. Hoppa. Und hier in die 3. Jetzt musst du auch noch mit Ne? Jetzt sind sie alle drei raus. Vorhand. Und dann muss er abziehen. Ja. Dann zieh ich halt auf. Nee, ist er nicht so dran. Beim letzten Mal, als wir im Kaufland waren, habe ich auch 3 Flaschen in 3 Automaten. Und als ich zurück wollte zum ersten, stand da schon eine Frau und hat ihre Flaschen reingemacht. Da war noch der Pfandzettel dran von mir. Da hat die schon ihre Flaschen reingemacht. Was ist denn? Ich wär's dran. Hat extra seine Hose gewechselt und ist jetzt hier Baywatch. Wir diskutieren gerade. This is a Ramses Production. This is a Gesto Production. Hoppa! This is a Hannes Production. Ja. Machst du auch? Warum macht ihr denn die Zunge raus? Na, weil wir Rocker sind. Ja. Oder Gothics oder was auch immer wir sind. Da kommen wir her. So machen die das. You can see me. Ja, genau. Hey Jungs, gönnt euch doch mal ein Bier. Genau, die weiß, was gut ist. Guck. Oh, Scheiße. Glaub nicht. Diese Käse. Hier geht's. Hier kannst du hingehen. Warte, zeig mal. Hab ich nicht gesehen. Allerdings hier. Ich wollte jetzt ein Vakuum erzeugen, dass ja, du siehst. Da ist doch nicht mal ein Beutel drin. Ja, genau. Deswegen gehen wir da rüber. Hier ist doch der Beutel. Und du hast dich gefilmt. Ach, Mann. Komm noch her. Ich hab deinen Beutel nicht gefilmt. Ja, er hat den Beutel gefilmt, ja. Ja, du kannst machen, wie du willst, ey. Wenn du nicht. Jetzt verstehe ich, was der Mann vorhat. Vakuum. Und hier hast du noch so rosanes. Der blöd, wie er aussieht, ist er nicht. Nur manchmal. Seht ihr im Spiegel, der Hannes wieder im Spiegel einfach sein Ding ist und schon wieder die Zunge raushängt. Ja. Verstehe es nicht. Was isst du denn jetzt das Ding auf der Toilette? Das ist total unhygienisch. Wir sind im Scheißhaus, da frisst er das. Was ist das überhaupt? Ich möchte. Nein, ich bin nicht der süße Typ. Ich bin da, verstecke ich mich da hier. So. Gehen wir jetzt die Pferde oder was? So, wir haben es erfolgreich geschafft, aus dem Kaufland auszudringen. Und diesmal war die Verkäuferin sehr nett. Wir mit Marc und Pierre standen nicht da oben, wir sind runtergefallen. Mia sind schlau, wir sind jetzt direkt den Weg hier lang gegangen. Und dort kann man weitergehen. Ich muss jetzt halt auf und da ist Käse und Hannes und der Käse hat kein Feuer mehr. Der ist disqualifiziert. Und der Ramses hat sich jetzt für dieses Bier entschieden. Einmal hier für den Herrn. Einmal hier für den Herrn. Dankeschön. Und einmal hier für den Ramses. Warum habe ich mich für dieses Bier entschieden? Ich habe das noch nie probiert. Ich sehe jetzt aber nicht nur, dass das Hophaus Lager heißt und ich finde den Namen cool, Hophaus Lager. Das ist so original hier 13 vom Stöpfel und da oben steht sogar Guinness. Das gehört zur Guinness-Familie. Hat 5,0, ist nur 0,33. Deswegen haben die Jungs schon ihre anderen Biere mitgenommen und deswegen müssen wir mal gucken. Also eigentlich wäre dann Käse dran und dann Hannes beim Netto. Ja. Vielleicht sind wir beim Netto aber schon mit 3 durch und es fängt wieder beim Ramses an. Hannes, mach mal auf hier. Die Hütte. Ich soll anfangen, okay. Hoppa. Ah, okay. Der hat kein Feuerzeug mehr. Hoppa. Hoppa. So, wem kann ich es jetzt geben? Hannes greift zu. Jo, ich greif habe meinen hautfarbenen Feuerzeug. Jo. Wir machen einfach diesen. Hopp! Jawohl. Und jetzt noch. Ach so, warte. Da müssen wir wieder einstecken. Alles ist wichtig. Wir müssen ja mitzählen. Würde ich sagen, an die Jungs. Prost. Prost, Jungs. Schaffi, Alter. Schaffi, Alter. Und wie schmeckt's? Oh. Für ein Guinness sehr lecker. Guinness eigentlich nicht meins, bin ich ehrlich. Ich muss sagen, interessant. Für einen Guinness? Interessant, wirklich interessant. Für ein Guinness sehr lecker. Für eine Bauchfussel sehr trocken.
Für eine Baufussel ist er trocken. Für einen Guinness echt ein interessantes Bier, muss ich echt sagen. Ich merke schon, der Ramses wählt immer die besten Biere aus, wo es die wenigstens das Komplikationen stimmt, gibt. Nee, das helle war auch geil. Nach mein Göstritzer, ja. nee, was hatte ich? Ratskund, nach dem Ratskund noch das helle Porno. Ich finde es auch interessant, also ist auch nur eine kleine Flasche. Wirkt ein bisschen malzig, würde ich mal dazu sagen. Ist nicht herb, ist nicht bitter, kannst du gut trinken, noch nie gehabt. Hophaus Lager, ne, von Guinness. Kennt ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Prost. Nee, kennt er nicht. Kommt doch gerade raus, Digga. Nee. Digga, der Käse hat gerade eine Schnecke gefunden und... Weil es immer Leute gibt, die immer kaputt machen und töten, wollen wir euch mal zeigen. Und nur einmal im Video nur gegessen. Dass man auch Schneckenliebhaber sein kann. Komm, gib mir mal einen Bussi. Genau. Und ich. Jetzt ein Hannes. Ja, macht er hier das Häuschen, Digga. Du musst da richtig unten in die Muschel rein. Guck, du musst so. Da freut sich die Schnecke, glaube ich, so richtig. Zurück, wir sind keine Tiefe, wie zurück? Alter. Guck, ihr in die Brennnessel rein. Oh, verdammt, Mann, Alter. Was ist das denn? Das kann ich auch. Ja, Prost. Trotzdem rein. Zum Glück haben wir noch Reserve mitgenommen. Ja. Also die Schnecke hat mich komplett verarscht. Die hat mein ganzes Bier geklaut jetzt. So. Die Jungs streiten sich gerade wegen Pilz. Guck. Dann musst du mal nachher ins Pilz. Die haben auch gute Pilz. Ja, gute Pilz. Die haben gute Pilz. Gute Pilz. Der Käster hat so lange hier wie eine Production gemacht. Seht ihr das? Wenn ihr das seht, dann rennt schnell. Dann kommen die Dämonen raus. Aber der Käster hat sich entschieden für dieses Urgröstritzer. Nehmt ihr eure Biers auf? Ja. Schaffi, Alter. Bist du der Obere oder der Untere? Hallo. Wie jetzt? Der Hintere. Der Hintere, ne? Einer lag ja gerade unten und einer hat oben drauf gehämmert. Nee, das Ding ist. Wer warst du? Du musst so machen, von oben nach unten. Auf den Schaffi drauf. Weil so würde keinen Sinn ergeben. Schaffi, Alter. Steh ich nicht hier. Steht auch nicht. Geh so, nimm mal das Bier auf. Und erkläre mal, warum haben Sie dieses Bier gewählt? Schöne, wie im Osten Sachsen-Anhalt. Viele trinken dein Uri. Für uns ist das ein gutes Bier im Osten und wir trinken das gerne. Das ist mein Lieblingsbier. Nee, das war der Hasentöter. Aber das auch sehr gut. Ein sehr guter Bier, Junge. Das ist wie beim TV Total Länder Song Eurovision Contest immer. Kommen wir zum schönsten Bundesland. Das haben die bei jedem Bundesland gesagt. Aber warte mal. Du machst jetzt auf. Ich habe aber kein Feuer mehr. Hoppa, jetzt kommt der Hannes, der macht auf. Nicht wegschmeißen, sammeln. Sammeln. Ich sammle. Und jetzt? Ich geb's mal am Hannes. Ich bin immer zu fertig zu tun. Jetzt will er mir sein Feuerzeug geben, aber ich hab noch mein hautfarbenes Urinibbel. Wir haben nicht unser Feuer noch. Dann geht das hier. Wop. Jawohl. Und dann ist es auch. Jawollo. Jetzt steck mal den Stöpfel mit dem Feuerzeug in einer Hand gleichzeitig wieder ein, dass wir das nicht verlieren. Und stoßen an auf ein gemeinschaftliches Prost. Skoll. Prost. Warte mal. Hannes ist beschäftigt. So, jetzt. Hannes und Prost. Was machst du da? Die Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue auf jeden Fall. Er fängt schon an zu kotzen, Alter. Hell, hell, hell. Ja, definitiv. Dafür bin ich auch angesprochen. Wir testen es mal. Mein Baum ist weg. Hannes, wir testen es mal. Ja. Hey, Arschloch. Jo. Ja. Wusstet ihr, dass der Käster Pascal heißt? Ja, genau. Wenn ihr den Pascal ansprechen wollt, schreibt mal Hallo Käso. Ne, warte mal. Pascal Baum. Wenn ihr den Käso ansprechen wollt, schreibt mal Hallo Pascal. Pascal. Hallo Pascal. Ich bin der Pascal und ihr seid der Zuschauer. Und ihr seid der Baum. Und der Hannes, weil wir sind jetzt, wir haben ein bisschen improvisiert, muss man schon sagen. Ja. Und weil der Hannes ein Bier gesehen hat und da stand einfach nur drauf Imperial IPA mit Biratschkalaktsch. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist
an Arnos Biertail. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Das ist das Bier, was der Hannes rausgesucht hat. Hannes, ich finde das hübsch. Ja. Du bist schon wieder nicht da hier. Jetzt bin ich da. Jetzt du musst da. Das Bier in die Hand nehmen. Ich nehme es in die Hand. Und du musst uns erzählen, warum hast du dieses Bier ausgewählt? Ich finde dieses Cover von dem Bier einfach nur geil. Da dachte ich mir, ich muss. Was ist da? Das ist Rübezahl, der sich über den Bart streicht und in irgendwo sitzt. Ja, kennst du vielleicht. Und es ist einfach nur, ich finde es geil, das Cover. Und ich finde geil. Und das deswegen habe ich mir auch ausgesucht und ich wollte einfach mal ausprobieren, weil ich kenne es nicht. Also ich kenne es nicht. Und für die Zuschauer, warte mal kurz, Hans Wurst. Das ist die Bank, das ist der Rastplatz. Da habe ich mit Dolepi und mit dem Marc Niemals bestimmt 2 Stunden gesessen. Dadurch haben wir den Lutz nicht mehr geschafft. Wir sind frisch angekommen und die Jungs sind so frisch. Ja. Ich glaube, wir trinken das fix aus und gehen direkt weiter, weil wir wollen heute wirklich durchziehen und es schaffen. Ich möchte definitiv noch Marc und Dolepi auch noch grüßen und sagen, hey, coole Sache von denen, dass sie das mitgemacht haben, aber dass sie so schnell abgeschlappt sind. Guck mal, wie lustig das aussieht, Kesso. Deswegen filme ich immer original auf die Gesichter, weil er sieht einfach nur aus wie so eine. Ach, mich mal. Sieht das auch lustig aus? Ja, klar. Ich bin so geil. Das ist Rapunzel. Das ist Rapunzel, nur andersrum. Da zieht sich die Kirsche am Bart von dem Kerl hoch. Also da die Bitch Bock auf den Ficker. Der Kirsche. So, Hannes. Ja, mach mal auf. Mach mal auf, genau. Mach mal auf, mach mal auf. Mach mal auf, mach mal auf. Auf. Mama ist heute drauf. Hoppa! Jawohl! Gesso! Das ist eine Hannes Production. Jawohl! Mama auf! Mama auf, Mama auf! Das ist eine Gesso Production. Und jetzt noch Ace. Und die nehmen wir mit. Ich klopf, ihr habt nicht geklopft und deswegen war das auch nichts. Guck! Hoppa! Ja. Hoppa! Hoppa. Das Boss auf jeden Fall. Da ist irgendwas drauf. Also anstoßen. Deswegen will ich es nochmal sagen. Brauchst du ein Taschentuch? Hab ich. Nö. Okay. Nö. Hannes. Gleich? Hannes. Der muss sich wieder seinen Klostein umhängen. Ja. Der Hannes hat sich so einen Klostein gekauft, den hat er sich jetzt umgehangen. Ja. Deswegen würde ich sagen, Prost. Skoll. Das wievielte ist das? Oder wir müssen abhüpeln. Nicht zählen. Wir gehen weiter und beim Netto sehen wir uns wieder. Ich geh mal noch. Prost. Mal. Wir müssen ja noch. Wie schmeckt's? Gestern hast du probiert? Nee, das ist anders. Probier mal. Wow. Wow. Und wie schmeckt's? Ja, ziemlich heftig, aber ist geil. Ziemlich heftig, aber ist geil. Aber ziemlich, wie nennt man das? Ich hab's noch nicht gekostet, ich hab grad eine Idee. Moment. Na, ein Moment mal. Der braucht länger. Ja. Bitter ist es ziemlich, ja. Es bitter! Ist sehr, bitter! Bitter ist es ziemlich, aber bitter! Ist geil. Ja. So, es ist geil, aber bitter. Was ist herzlich mit dir? Willkommen auf Ramses sein Kanal. Ich bin Kesto, ihr seid die Zuschauer hier mittendrin im Goldene Meile Hibu Special. Ziehe ich mal schnell einen Biertest durch. Wir haben hier Brigitte und ich koste. Ich kotze, genau. Was sagt der Schlumpf? Das schmeckt gut, das ist süßlich, das ist eher wieder so ein schwarzes. Ja, ich würde es gerne mal eine Glas geben. Wie schwarz wird, das ist süßlich. Süßlich? Wie viel Promille haben wir? Wie viel Volt? 7,8? Oh, das ist schon. Hä? Das ist ein gutes. 7,8! Und so schmeckt es auch und genau so 7,8. Ja. Gut zu wissen, dass wir das als letztes rausgefunden haben. Aber. Das hätte ich nicht gedacht. Das war a Gesso Production. Ich fand einfach das Bild einfach geil. Ich auch. Und deswegen musste das sein. Ja, ich sag auch mal, ich hab mal probiert und das ist nicht herb, das ist nicht so bitter. Es ist ein bisschen bitterer, aber es ist nicht zu bitter. Du kannst es gern trinken. Und es hat irgendwie was Besonderes an sich. Und wenn ich jetzt 7,8 höre und die Dose sehe, dann bin ich übelster Fan. Ist das vor allem mit dem goldenen Nippel, Alter. Ja, weil den habe ich schon ab. Ist a Gesso Production. Den müssen wir jetzt wieder mitnehmen. Den müssen wir sammeln, dass wir sehen, wie viel wir haben. So. Und wer es bis zum Ende auch geschafft hat. Ja. Ich bin drin hier. Ja, der klappt. So, weil wir schlau sind,
Sind so schön. Haben wir uns natürlich immer mal Essen mitgenommen. Nicht so wie bei Marco und Pierre. Da waren wir alle auf nüchternen Magen. Wir haben nichts gegessen, aber jetzt. Der Hannes hat noch so Schinken-Käse-Brötchen organisiert. Der Käse. Ich habe immer noch vom Lutz einen Döner. Von ganz am Anfang habe ich immer noch Lutz einen Döner. Den trage ich die ganze Zeit hier in der Backpack. Rucksack trage ich rum. Und jetzt ein bisschen mal wieder. Ich liebe diesen Lutz-Döner. Immer richtig ein scharfes. Ist das trocken und komisch. Lutz-Döner, bester. Sagst du doch nur so. Nein, wirklich. Ist er. Wirklich. Lutz-Döner. Definitiv. Lutz. Es ist wirklich der geilste Döner. Er hat auch so ein Käse-Schinken-Brötchen. Hey. Und deswegen. Da muss ich echt sagen, vom Kerry ist der noch lange nicht so gut wie vom Lutz, ohne Schmarrn. Er ist wirklich geil. Ich mag ihn. Der vergleicht wieder Äpfel mit Birnen. Ja. Mögt ihr lieber Äpfel oder mögt ihr lieber Birnen? Birnen. Oder trinkt ihr lieber Bier? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir kommen halt eh noch beim Lutz vorbei. Hm. Mal gucken, ob er uns noch erkennt, weil wir waren halt früh schon da. Vielleicht ist bis dahin alle. Das ist das Wichtigste. Beim letzten Mal haben wir gar nichts gegessen. Zwei waren tot, einer ist bis gar nicht, keine Ahnung. Wir sind gut vorbereitet. Wir ziehen heute durch. Wir sind guter Dinge. Wir schaffen das. Alle zusammen bis an die letzte Station. Das wird die geilste. Käsebrötchen. Das wird die geilste Meier. So ein spontanes Take zwischendrin. Das sind die Jungs. Wir sind die Jungs. Hier ist er bauchfrei. Das mal. Ach, jetzt wollen sie wieder. Guck. Au! Du dumme Sau, du! Ah, mir sind damals über die Mülltonnen gesprungen. Das war nicht so schlimm, ne? Slap! Der Job hat das. Der Job hat das. Ach, die sind doch alle. Die haben gute Laune. So, wir sind jetzt ungefähr auf dem Weg, wo Marc sein Gewinnspiel gemacht hat. Ihr seht da hinten, da sind jetzt bei Holzmänners. Auf diesem Bordstein hat Marc sein Gewinnspiel gemacht, was der King Hammer gewonnen hat. Das war naturträchtig. Guckt euch den Burschen an. Geht's dem Burschen gut? Ja, mir geht's super. Ich bin der Bursche. Mir geht's super. Und was ist das? Mir geht's einmal frei. Das ist eine Gäste Production. Ja, mit meinem Bäumchen. Mit meinem Bäumchen geht er. Ja, der Baum, der muss ans Ohr. Ja. Sonst ist es Labrador. Jetzt ist er runtergefallen. Nee, so ein Scheiß aber. Danke dir. Guck mal das Outfit an, die weißen Schuhe und hier. Die Hose hast du den Rest angezogen. Gestern? Fake. Fake. Wunderbaum. Ja, jetzt der Baum wieder an. Jetzt neu. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Netto. Und der Hannes hat ja erfolgreich seinen Money in the Bank Koffer eingecashed. Ja. Das heißt, ich darf das nächste Bier bestimmen. Und daneben ist ja gleich der Aldi. Nein, ich darf das nächste Bier bestimmen. Okay, er darf das nächste Bier bestimmen. Und daneben ist ja gleich der Aldi. Und da darf dann der Käster das nächste Bier bestimmen. Richtig. Ich bin sowieso dran. Ja. Und entweder wählt der Hannes dann beim Lutz auch noch ein Bier aus. Oder wir gehen einfach weiter direkt zur Norma. Ich glaube, wir sind eh schon eins drüber. Ja. Über die Production. Aber wir gehen einfach mal weiter. Wir liegen, glaube ich, gut in der Zeit. Wir haben uns nicht aufgehalten. Wir haben direkt durchgezogen. Wir haben alles mitgenommen, was es gab. Ich würde die goldene Meile immer wieder mitmachen. Immer wieder, immer wieder. Beim Hannes ist jeden Tag goldene Meile. Ja. Richtig. Deswegen, der kennt nichts anderes. Wollt ihr auch mal die goldene Meile machen? Schreibt mich an, kommt her. Wenn ihr sagt, ihr wollt die goldene Meile in eurer Stadt machen, schreibt uns an und wir kommen daher. Hannes hat schon gepredigt. Wir können auch mal die goldene Meile in München machen. Da bin ich raus. Dann sitzt du in der Straßenbahn, vergisst auszusteigen und dann bist du tot. Das ist die goldene Meile München. Die Jungs sind alle verwirrt. Der Hannes die ganze Zeit, ich bin dran, ich bin Netto. Jetzt kommt der Kästo, oh, Netto, da kann ich ja auswählen. Wir stehen jetzt hier vom Netto. Und wer ist dran? Ich.
Nein, Rams ist es dran. Ich? Ich bin dran, weil der Hannes hat ja sein IPA rausgeholt. Die Dose, und die haben wir erfolgreich getrunken und deswegen... Ich hab das doch gern gemacht, Anne. Der hat sein Netto-Feeling übersprungen, hat die Dose im Kaufland mitgenommen und deswegen bin ich jetzt dran und dann kommt der Käso im Aldi. Aber er frisst noch seinen Döner zu Ende. Und du bist dann beim Dönerlutz dran. Da gibt's nur zwei Biers und das war's. Und die drei Döner nochmal aus. Dönerlutz. Die gebe ich dann nochmal aus. Bin noch immer noch nicht fertig. Oha. Da habt ihr das gehört, was das Ice Cold Bäumchen gesagt hat? Ja. Ist schon wieder abgefallen. Ist gar nicht mehr da? Ja, hier auf der Schulter. Oh, auf der Schulter? Auf der Schulter. Ja. Alter Schwede. Alter Schweiz. Aber netto, hier wird nicht gefilmt. Die diese Käse Production. Hat jetzt noch jemand Fun? Käse, du hast doch Fun. Tu das mal da rein. Tun. Weiß zu schnell. Mit Gefühl auch. Ja. Und ein Uri noch. Mit Gefühl auch. Hau. Hau. Okay. Oh, das schiebst du dir. Ach, Mann. Das Gebinde ist nicht. Nein. Die nehmen keinen Urkröstritzer. Nein. Pass mal auf, ich habe hier auch noch eine. Ha! Eine geht. Die nehmen wir Kessel. Warte, pass auf. Hoppa! Jetzt mal hier die Gesso. Flasch. Jetzt geht's aber. Hey, hoppa! Haben wir noch was? Wir haben hier diese komischen Pophaus. Haben wir auch noch. Ja, nimm die. Die gehen noch rein. Noch eine? Die gehen noch rein. Jawohl! Die gehen noch rein. Das war's. Du hast nichts mehr. Nein, nichts mehr da. Was ist das? Doch, stimmt. Oh. Das ist ein Schwanz, Herr Hannes. Ich hab nichts mehr. Du bist der Hannes. So. Wow. Wir waren gerade im Netto. Wir waren gerade im Netto. Und. Das ist der Pascal. Der hat eine dicke Zunge. Wir haben jetzt hier was gekauft und zwar hier im Kräutergarten, seht ihr schon. Das ist das Falkenfelser Pilsener für den Hannes. Das Falkenfelser Pilsener für den Pascal. Und das Falkenfelser Pilsener für den Ramses. Und ihr macht das jetzt auf. Ich habe halt kein Feuer. Wer ist der? Ach, warte mal. Ja, ich hier, guck. Ich mach. Oh. Das ist der Hannes. Feuerzeug kaputt, Junge. Was ist das? Hast du komplett zerschrottet. Ja. Jetzt machst du es auch mit? Nix. Ja. Gut. Was ist das? Ist das jetzt... Hä? Das ist schon auf? Ja. Jetzt hier? Der Pascal Baum. Der schrubbelt auch die Katz. Ja. Und dann würde ich sagen... Sie müssen es aber umdenken. Dann machen wir das einfach so. What? Ja. Also Jungs, Prost. Prost, Leute. Skull. Schaffi, Alter. Schaffi, Alter. Oh, scheiße. Schaffi, Alter, aber es regnet halt, ne? Das ist die Käse Production. Ja, es schifft ein bisschen, aber wir lassen uns nicht aus dem Boxhorn jagen. Wir trinken jetzt unser Bier aus vom Netto und dann kann der Kesto im Aldi. Das ist ein Aldi, habe ich doch mal nachgeguckt. Dann kann der Kesto im Aldi das nächste Bier bestimmen und dann ziehen wir weiter zum Dönerlutz. Man sieht sich zweimal im Leben. Ich hoffe, dass der alles nimmt, wa? Steck mal rein hier in die Fontäne. Wir hoffen, dass der alles nimmt, Alter. Alter. Wir nehmen Scheiß rein. Bitte Flasche entnehmen. Flasche gehört nicht zum Sortiment, Bruder. Ja, oh. Diese dreckige. Du kannst hier nur deinen Anus reinstecken. Und dann passiert nichts. Wir stecken jetzt unseren Anus hier rein. Leck mich am Arsch. Nehm's halt mit zum Norma. Wir sind jetzt hier im Lidl oder so. Und wir. Aldi, im Aldi, im Aldi. Ich bin im Aldi dran. ich weiß nicht, Aldi wo wir sind. Wir, weil ich bin dran und Aldi ist scheiße. Ja, haben wir nur Dreck. Wir sind im Captain Morgan. Hier gibt es kein gutes Bier.
Captain Morgan Spice Gold 8,99. Alles wohl Brötchen. Hast du noch was? Nein. Ich mach's gern, weißt du, ich hab's viel gern gemacht, ja, weil er. Ich mag euch alle beide. Das mag ich nicht. Hannes ist ein herzensguter Mensch. Aber nur die Leute, die ich mag. Zu gut, nein, zu gut für die ganze. Nein, okay. Nur die Leute, die ich mag. Und ich oh, mag das will ich auch machen. Oh, das will ich auch machen. Ja. Die Bushwalker. Schwarze Fingernägel. Ja, warte mal, aber eigentlich genau, waren wir ja, ja gerade eigentlich im Lidl. Ich mag und im. Echt unnütz, Mann. Nee, warte, wir waren im Aldi. Ich bin euch verliebt, so ein Ding ist das. Nicht nur mögen, das ist. Wir waren im Aldi. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir waren im Aldi. Und das ist der Kräutergarten, den wir euch mitgebracht haben. Das ist nämlich das Bier, was der Kersto ausgewählt hat. Der dieses Premium Karlskrone 3 Pilsner E würziger Genuss ausgewählt. Kersto, Kersto, einmal für dich. Darf ich noch was dazu sagen? Einmal für den Hannes. Einmal für mich. Dann sag doch dazu, warum hast du dieses Bier gewählt? Ich wurde ausgewählt, eigentlich nee, es ging halt nach der Reihenfolge. Und demnach bin ich jetzt bei Lidl dran gewesen. Und da habe ich richtig hart abgekotzt, weil bei Lidl gibt es an sich noch Scheißbier. Jetzt gibt es ein geiles Video, da könnt ihr mal auf meinen Kanal gucken. Da kommt ein Test raus. Aber ich habe mich für dieses Bier entschieden, weil das eine scheiß Plastepappe ist. Es ist aber ein Bier und ich will den Jungs aber heute ihn reinsetzen. Und reinsetzen. Mir auch. Und mir auch. Darum geht es hauptsächlich bei dieser Pappe. Jawohl. Was hast du gerade erzählt? Das schmeckt dir richtig ging, gut, weil. Es ging. Es, das schmeckt. Das schmeckt. Jetzt nochmal. Jetzt kommt es noch professional. Professional, this is a Kessel Production. Mir ging es hauptsächlich darum, ich wurde auserwählt bei der vorletzten Station, wo ich auswählen durfte. Ja. Bin ich dran und ich hab. Mich hat's Aldi getroffen. Und im Aldi gibt's nichts Gutes. Und da habe ich das Schlechteste vom Schlechtesten rausgesucht, so eine schöne Plastepappe, Karlskrona 3 Pilsner, um mir und den Jungs jetzt zum Abschluss mal richtig zu gönnen. Mal richtig zu gönnen, darum jetzt noch. Der Hannes, dann mach mal auf, wieder hier, ja, mach zieh mal schon auf. Weg. Guck, jetzt. Jetzt der Kersto. Aber aufheben, gell? Aufheben. Aufheben. Jetzt einmal und? Hannes hier mit Bier. Hannes fallen gelassen. Weil das ist hier, das ist der Kersto Production. Wir machen mal so auf hier und machen so. Aber das schmeckt nicht, das wird ganz schlecht schmecken. Jo. Wir müssen es. Wir brauchen kein Feuerzeug einstecken, nur die Tüte, ich hab die wir da mehr haben. Hab und keinen. Dann würde ich sagen, Prost, Leute. Trink mal einen Sport. Schluck und dann können wir mal gucken, wie es schmeckt. Ne? Warte, warte, so ja. Es schmeckt. Das hat gefehlt. Besser als Radbrote. Entweder sind wir zu besoffen schon oder es schmeckt besser als Radbrote. Ja, definitiv. Das wolltest du sagen, was? Definitiv, ja. Genau das habe ich, das Erste, was wir gesagt haben. Das schmeckt besser als Radkrone. Und das war das Zweite heute. Und jetzt das werden wir... Raten. Plaster ja. Ist anscheinend doch nicht so schlecht. Und jetzt werden wir uns noch einen Lutz-Döner holen. Der wie geht's dir denn? Mann. Mir schmeckt, ey, ich bin schon so blau, ich merke das schon gar nicht mehr, aber es schmeckt eigentlich immer geil. Du raffst eh nichts, wie der Rabbi. Ich raff gar nichts ich? Mehr. Was? Jetzt will das Ding haben. Ich raff ja gar nichts mir mehr. Mir schmeckt's auch. Hier, ja. Gehst du, dann nimm halt mal, mach halt irgendwas. Genau, also, ja, genau das soll ich das fragen. Das wie schmeckt's dir, die Ausnahme? Ich bin ja heute, guck, alles schwarz. Siehst du das nicht? Mit dem Licht, mit dem Licht, mit dem Licht. Jetzt, jetzt.
Jawohl. Wunderschöne Menschen. Jetzt nimmst du die Decke, guck. Wunderschöne Menschen. Du musst von oben auf die, auf den Menschen. Ron. Aber ich sage, jetzt du musst von oben auf den Ron Bilecci drauf filmen. Jetzt gibt's noch einen Lutz-Döner für uns alle. Und für meinen Freund hier auch noch einen richtig schönen scharfen, genauso wie für mich. Okay. Den der Käster bezahlt, weil der ist jetzt genau. Den bezahlen, weil der Hahn ist nicht bezahlt. Ich habe jetzt leider seine Sache bezahlt von Kesto. Der Hahn ist sich schön ausgetrickst. Ja. Da kommen wir mal gleich, wie es weitergeht. Genau, jetzt auf Kesto zahlen. Nein, guck mal. Ja. Ich hätte das Kors gewählt. Ja. Die Jungs haben keinen Kors gewählt. Aber dieses Aldi-Bier, da sind sogar die Aldi-Logos drauf. Ja. Das ist wirklich a Gäste Production. Prost. So, Prost. Ja, Ramses fühlt sich dabei nicht angenehm und ich fühle mich da in meiner Haut auch nicht wohl. Ja, ich weiß es. Hey, ich kenne doch die ganze Scheiße auch selber. Was muss ich mir denn sagen? Aber wir fühlen uns nicht wohl. Aber ich habe euch so gern. Ich stecke euch aber ihr Penis in die Ohren. Der Hannes, der übertreibt schon wieder komplett. Wenigstens ist der Hannes, ach, da war, warte mal, wie heißt der andere Typ da? Der Ramses. Wenigstens ist der Ramses noch nüchtern. Wir laufen jetzt noch rüber, denn da ist der Döner Lutz. Bei dem haben wir heute angefangen. Da kommen wir heute wieder zurück. Weil wir müssen ja die ganze Runde dahinter laufen bis zur Norma. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, beim Dönerlutz noch mal eine Runde Döner zu essen. Das wäre übelst genial. Wir liegen gut in der Zeit. Die Jungs machen Faxen wie Faxebier. Aber egal, darum geht's nicht hier. Und die sind eh alle durcheinander. Ich halte mich jetzt zurück. Ich habe hier mein Karlskrone 3 Pilsner. Wir laufen jetzt den Zaun entlang. Guck, das ist der Zaun. Jetzt muss ich zurück, Alter. Das ist zu viel. Was macht ihr da? Boah, Feuer. Mein Feuer ist im Arsch. Und ich hab keins mehr. Ich hab noch eins. Wenn ich das höre, gebe ich euch mein Feuer nicht. Macht das eh nur kaputt. Ich hab noch mein Feuer. Ich nehm das hier ernst. Die nicht, die machen alles kaputt. Guck. So, der Hannes hat gerade bestellt, ne? Guck, das ist der Hannes. Der hat gerade bestellt hier beim Open Döner Lutz. Ja, bin auch dabei. Grillimbiss Döner Lutze. Ich muss euch sagen, ich will für den Ramon alles machen. Egal was. Auch nackt ausziehen und anzünden, rückwärts. Egal was. Okay. Er ist für mich mein bester Spätzle. Also Spätzle? Ja. Er ist der beste Kumpel. Der Hannes hat jetzt 2 Döner extra scharf bestellt für uns und einen ohne Gewürz für die Muschi, für den Kesto meine ich. Und dann haben wir noch hier 3 Bier geordert. Das ist das gute Ebensfelder Brauhaus. Edelpilz. Ja. Das müssen wir auch gleich noch trinken. Hier, guck mal hier. Das ist die Glocke, ne? Da machst du immer, wenn du noch was möchtest. Und bisschen zufrieden. Danke, Hannes. Ey, wenn ich könnte, würde ich dich jetzt erwürgen, aber ich mach's nicht. Mach's ruhig. Dein Genick ist so dick, Alter. Was kann ich dir mal hier Problem. Kein Problem, ey. Wir trinken jetzt das Bier. Wir essen jetzt den Döner. Ja. Dann gucken wir nach dem Hannes, nach dem Kesto. Guck. Ja. Der macht nämlich gerade Armwrestling gegen die Zuschauer. Und dann sind wir zurück und dann gucken wir mal, was das noch wird. Das ist der Kesto. Und das ist die Gäste Production. Der hat sich jetzt eine Order Pommes bestellt mit Ketchup und mit Mayonnaise. Rot-Weiß. Ich habe Rot-Weißes noch bestellt. Weißt du doch, was rot ist? Deine Hose, genau. Dann lass es schmecken. Ich komme noch ein guter. Und, was sagst du? Scheiß. Sag mal, was ist heiß? Das ist heiß. Es ist ein bisschen das scharfe Zeug rein, wenn es heiß ist. Schöne originale Freibad-Pommes. Und wenn ich Freibad-Pommes sah, dann haben die meisten damit was anzufangen. Die sind lecker. So, wir haben jetzt die Döners bekommen. Das ist der Döner mit Pulver. Ja, das ist der Hannes-Döner mit Pulver. Hannes, hey, beißen Sie mal rein.
Ich liebe dich und ich mag diese Döner hier total. Also, ich liebe die Döner. Ja, aber ihr habt die ja nicht gemacht, deswegen. Ist scheißegal, ob ich sie gemacht habe oder nicht, aber ich liebe sie einfach. Ach so, sie sind einfach. Ich liebe einfach diese Döner einfach. Lass das nicht. Ich könnte mir sterben. Ich verkaufe meine Seele an den Satan. So, guck mal, das ist der extrem scharfe Hannes Döner. Wir wollen einfach reinbeißen fürs Video. Ja, richtig. Das ist Döner Lutz, das ist episch. Wenn ihr in Hildburghausen seid, geht mal her, gönnt euch beim Döner Lutz einen Döner extra scharf. Müsst ihr unbedingt erleben. Ja, definitiv. Zuckerrot im Bart. Es ist mir so scheißegal, Alter. Ich liebe diesen Döner. Ich liebe diesen Döner. Ich liebe diesen Döner. Ja. Guck. Ich liebe diesen Döner. Was? Lutz. Ich liebe den Ramon, ich liebe den Kesto und ich liebe den Döner. Was war mit dem Döner? Ich liebe ihn. Lutz. Wen liebst du? Lutz Döner ist der beste Döner, den es gibt auf der Welt. Du kannst den alles. Und du? War das jetzt gut? Ich habe nur Pommes gegessen. Aber, ja, du ich glaube, wir haben das Takeover vergessen. Deswegen haben wir uns gleich noch diese drei Biers geschnappt. Das ist nämlich das Ebenfelder Brauhaus Edelpilz mit 5,1. Jetzt müsste nur der Hannes irgendwann mal herkommen, damit wir das dann aufmachen können. Ansonsten würde ich sagen, Kesto. Kesto, das bin ich. Hesto. Aber welches? Wir haben aber verschiedene. Mach mal auf hier. Das ist alles dasselbe. Okay, du das machst ist, auf. Ist alles dasselbe. Und ich nehme ich, dasselbe. Aber ich habe das kein Feuer mehr. Ich habe ja immer noch kein Feuer mehr. Der dann hat immer noch kein Feuer mehr. Einsammeln. Check hier. Ist so gesammelt. Willst du kurz abchecken, wenn ich hier das Bier aufmache? Ich check dich aber, Digga. Weil der Hannes ist immer noch nicht da. Nein. Der lässt uns im Stich. Nein. Ist das aufs Bier gerichtet? Guck hier. Nein. Hoppa. Hoppa. Ich möchte nur dem Lutz sagen, dass er echt ein Da musst du jetzt den Kronkorken und das Feuerzeug gleichzeitig in die Hosentasche stecken. Und jetzt, vielleicht können wir es mal mit dem Hannes machen. Hannes, guck. Ja. Das ist dein Bier. Mein du Bier. Du musst noch aufmachen, weil du bist der Hannes. Ich wollte ihm bloß auch sagen, dass ich seinen Döner am geilsten finde von allen, die ich jemals gegessen habe. Und jetzt. Oh, jetzt hauen wir erstmal das Bier rein. Wo geht der Hannes ab im Stripclub? So, warte mal. Guck und dann hier drei von der Tankstelle. Die 300 Dankeschön. Prost! Wie schmeckt's? Lecker. Ach ja. Für das letzte auf der Runde, auf der Dance-Runde. Ja. Eins der besten. Ja. Ist gut. Eins der besten, aber ich habe ja provoziert, dass es schlecht wird. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Was ist denn gut? Das Bier ist gut. Das Bier ist gut. Ich glaube, der Hannes kann das gar nicht mehr so richtig. Ich realisiere es nicht mehr, aber ist trotzdem gut. Rille. Ich sag einmal, das ist gut. Guck, das ist gut. Jetzt sind wir eigentlich auf dem Weg von hier zur Norma. Und dann müssen wir durch die Unterführung durch. Norma und Panorama. Und dann sind wir eigentlich fertig, glaube ich. So, mit Jenaya war es schon so dunkel. Die hat hier schon geschlafen. Kann sich nicht mehr erinnern. Ne? Der Marc und der Pierre, die waren gar nicht hier. Jetzt habt ihr hier den Hannes. Hey, ich grüße euch alle miteinander. Und den Kesto. Und danke an alle Zuschauer, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Richtig. Kuss. Kuss. Und wir laufen jetzt hier. Zielparade. Auf die Unterführung durch. Weil bei der Unterführung, da wo ich letztens langgelaufen bin und so traurig war, dass keiner mehr da war, sind die ja noch da und gleichzeitig muss man aufpassen, dass man so nicht das Köpfchen stößt, ne? Der muss sie hier mal so machen. Weil da kann ja sonst was passieren.
Fall, ey! Ach du Scheiße! Wir müssen wieder zurück! Ach! Er hat es wirklich mitgenommen, ganz oben. Oh. Das Betonpfeiler. Hannes hat es mitgenommen. Ja! Ich hab nur gesagt, hier, da kann man einziehen. Guck mal, das ist der Hannes. Oh ja! Ori, 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 Hannes, geh du vor. Eule! Der Kopf kann hoch. Jetzt ist immer gut. Da kommt noch Gollum. Ich hab's geschafft. Alter. Goldene Meile, Hibu! Das war unspektakulär. Oh. Wir sind jetzt durch. Es gibt einen Beul, ey. Der Hannes hat so einen runden Stuhl am Kopf. Guck. Das ist der Hannes. Wir machen jetzt gerade hier so. Ja. Und hier bin ich letztens noch alleine lang gelaufen, weil keiner mehr da war. Wo aber jetzt. Ich hab dich gleich. Jetzt sind die Jungs da. Das heißt, wir schaffen es bestimmt noch zum Detto. Ach, zum Norma. War das jetzt alles? Das ist kein Show, das ist... Das ist Opa! Da kommt gespritzt. Try not to laugh challenge. Ich hab gewonnen. Ich bin der Beste. Aber guck dir die an. Genau. Wer zieht die Zähne hoch? Ja. Zieh mich jetzt hoch! Ja, komm los! Zieh mich jetzt hoch! Ja, mach los! Ey, komm! Ey. Oh, der Film nur, der hilft uns nicht! Nee! Ach so! Eins! Hoppa! Hoppa! Oh ja! Hoppa! Ja! Ja, jetzt so. Ich wieder. Oh. Das sahen sie wieder. Die Boys from the Hood. Haben sie gemacht. Ich glaube, wir können langsam weiterlaufen. Mein Arsch ist richtig übelst nass, Alter, Digga. Mein Arsch ist übelst nass. Das ist kein Problem. Ich habe noch trockene Ärsche vor unten, Junge. So, wir sind jetzt auf dem Weg, wo ich mit Shania lang gelaufen bin und es dunkel war, wir nichts mehr gesehen haben und in den Graben reingestürzt sind und deswegen die Norma verpasst haben. Wir sind aber gleichzeitig auf dem Weg, wo ich mit Marc und Pia lang laufen wollte. Aber die es beide nicht mehr geschafft haben, mit mir hier lang zu laufen. Ich habe, wie ich gesessen habe,
meinen Rucksack ausgekaspert habe. Alle Sachen rausgeräumt. Da ist der Hannes. Hallo? Der ist immer noch da. Da ist der Baywatch. Bin Baywatch. Sieht man nur eine Hose. Wir laufen jetzt immer noch. Wir sind kurz vor der Norma. Kurz vor der Norma, okay. In der Norma? Wer ist eigentlich dran? Wir haben es geschafft, Digga. Wir haben es geschafft. Nee, wir haben es auch nicht. Ja, aber wer ist dran? Wir haben es einfach geschafft. Jetzt ist Kirsten. Kennst du? Nein, nicht jeder sein Bier. Wer ist dran? Nee, ich auch. Weil ich hab Kessel sein Bier getan. Wer ist? Ich denke, hier der Meister ist dran. Ach, die Jungs wissen eh nicht, wo vorne und hinten ist. Ja, aber wir haben da kann man ja auch was. Überhaupt. Ja, also. Letzte Mal habe ich mich hier vorne auf den Weg gesetzt und habe meinen Beutel aussortiert. Aber jetzt kommt die Norma. Wir sortieren mal kurz die Gedanken und wenn wir wissen, wer dran ist, dann ist derjenige auch dran. So, der Hannes hat das. Und das ist was? Leberkassemmel mit Etikurken und Salat. Dann beißen wir ab. Du musst mir zeigen, dass das ist, was ist. Da hat mir nämlich hier die Hälfte ins Gesicht geschossen. Ja. Ich will etwas essen noch, weil das geht gar nicht mehr. Wecker Bobovice Konitze. Da Ramses hat das nächste Bier ausgesucht. Das ist das. Das ist nämlich das. Felko Pop O Vicci Kotzel Lager Premium 1874 mit dem Ziegenbock drauf. Und das möchte jetzt der Hannes mal aufmachen. Ach komm schon. Das möchte jetzt der Kästo mal aufmachen. Ich möchte das aufmachen. Ich habe schon mal damals, ich wiederhole es wieder, Schüleraustausch gemacht in Wecker Popovice Konice in Tschechien. Im deutschen Schüleraustausch habe ich teilgenommen und ich habe diesen Bock, den habe ich wirklich gestreichelt. Kotzel, ich kenne den persönlich. Skoro Tschechenbier ist gutes Bier, ich war dabei. Das ist jetzt gar nicht aufgemacht. Hab ich nicht. Du hast aus der leeren Flasche getrunken. Dann tue ich halt mal so tun, wenn ihr alle das nicht hinkriegt. Ich hab das gemacht. Hoppa! Kurzel! Ihr müsst aber den Bierstöpfel und das Feuerzeug in die gleiche Hand nehmen. Und dann einstecken und dann gibt es auch Kurzel für euch, Bros. So, können wir nochmal anstoßen? Ja, klar. Kiesto. Wir brauchen noch Zeit. Dann. Heute nicht. Bros. Heute nicht. Kurzel. Kurzel gefunden. Mhm. Prost. Kurzel. Danke mal, Jungs. Bitte. Dankeschön. Bitte schön. Schönen Abend noch. Ja, und? Danke, fein. Wie schmeckt's? Kürzel, gut. Tschechenbier, Polenbier, immer, immer gute Biere. Also für einen Bierkenner, der weiß, wo gutes Bier herkommt. Wie schmeckt's dir? Ja, gut. Ich bin schon ziemlich fertig, aber es schmeckt nicht schlecht. Welcher Bobovice? Kunizzi, da steht es so, ja. Steht sogar drauf. In die Boboritze. Ich war wirklich schon vor Ort live in dem Ort gewesen, hab den Bock gestreichelt. Mir schmeckt's auch ganz gut. Ich glaube, ich kann jetzt kaum weitergehen. Ja. So. Wir laufen immer noch den Weg von der Norma zum. Wie heißt? Keine Ahnung, Digga. Weil, Wieske Mensch. Zum Panorama-Restaurant. Und das ist der Kästo. Wer so sagt, der hat heute noch nichts gemacht.
Das ist der Gesto. Schaffi, Alter. Schaffi, Alter, guck. Das ist der Hannes. Moin! Ja. Das ist der Hannes. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen, aber auf jeden Fall beim letzten Mal, als ich hier lang gelaufen bin, war ich ganz alleine. Weil der Marc und der Pierre, die waren gar nicht mehr dabei. Der Kerstin und Hannes, die sind noch dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Wie sehr die dabei sind, das seht ihr auf ihrem Kanal nicht. Und deswegen laufen wir jetzt weiter zum Panorama. Ja. Und dann setzt man nochmal an den Tisch. Und dann fällt man nochmal was ab. Genau. Hannes. Hannes, der Mann für alles. Hannes. Ich glaube, der Käste will ich mitteilen, dass wir es geschafft haben, zum Panorama zu kommen. Ich bin angekommen. Weil das ist das Panorama-Restaurant, wo wir jetzt das letzte Bier, den letzten Döner essen wollen. Aber eigentlich haben wir, glaube ich, schon genug Biers. Und deswegen sind wir eigentlich schon, glaube ich, fertig. Ja. Yo! Wir haben es, glaube ich, schon geschafft. Aber Panorama muss noch mit rein. Okay. So, okay. Ich sitze jetzt hier am Panorama. Ja. Eigentlich dachte ich, der Kesto ist dran. Dann ist die letzte Station. Und dann müsste ich es hier blechen. Okay. Er sieht es aber nicht ein, 2 Euro für einen Bex zu bezahlen. Deswegen ist das einfach so weiter geschwappt. Und dann guck mal hier. Das ist der Hannes. Und das ist der Kesto. Ein Wasser ist auch okay. Für 1,50. Die haben sich jetzt beide ein Wasser bestellt. Ja. Eine Flasche Wasser. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Ich habe mir noch ein Bier bestellt. Mit. Okay. Da steht Tura drauf. Tura Pilsner. Ich weiß nicht, was das genau ist. Kann man auf jeden Fall irgendwie trinken. Das Tura Pilsner. Und wir haben einen Döner mit Chili-Soße. Den wollen wir jetzt noch probieren, den wollen wir jetzt noch vernichten. Und dann wollen wir eigentlich zurück in die Stadt wandern. Und da ist ja dieses, diese Stadt-Strand-Bar-Dings, irgendwas neu ist auf jeden Fall da. Die Donnerstag immer ab 17 Uhr aufmacht. Jetzt ist es gerade, weiß ich, wie viel. Wir wollen mal hingucken, vielleicht da das letzte Bier trinken, noch, egal wie viel das gerade sind, da noch einen Absacker trinken, gucken, was da abgeht. Da kann man nämlich jetzt auf Boot fahren. Und deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir schieben diesen Döner zusammen, wie diese angeblichen Chili-Soße. Machen mal das Papier ein Stück weg. Beißen da mal rein. Und ich würde sagen, peace out, vorhaut, euer Ramses. Werden wir uns gleich sehen beim Stadtstrand-Imbiss, Bootsfahrt, Turniervereins, Bier ausschenkt, Imbiss. Dose. Für dich deine? Die hier, die Flasche, meine. It's a me, Kesto 13. Hoppa! 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 Gorbatschow Mixed Lemon 1921. Uns regnet schon wieder. Und der Hannes ist auch nicht da. Hannes ist weg. Hallo, ich bin der Gesso. Und ihr seid die Zuschauer. Hier mit dicker Nasenaufnahme, Nasenaufnahme. Geil. Hier Remy Demi, Alter, am Start. Was machst du da? Hä? Nur für mich Spaßaufnahme. Einfach für sie ist Spaßaufnahme. Und mit mir uns küssen können. Remy Demi in the house. Gesto, gib Applaus. Ja. Es ist ziemlich nass hier. Wo ist Applaus. Hannes? Krass, hier. Yeah. Hannes? Hannes, der kann es. Hannes?
Er hat der Boot, wo so. Er hat der Boot, wo so. Ini Horn, ich muss erst nochmal viel Mios aufmachen. Ich muss erst nochmal viel mehr Bier aufmachen. Ich muss erst nochmal viel mehr aufmachen. Und der Boot, wo so. Ini Horn, Ini Horn, Ini Horn, Ini Horn, Ini Horn, Ini Horn. Machst du jetzt noch eins auf? Ini Horn, Ini Horn. Mana, Mutti, Mutti, Hude, 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 Bob, Ini Horn. Mach doch Mana noch der Budenweiser auf. Ini Horn. Und er hat da ein der gute Budenbud, Weiser. Und er wollte essen hier einen guten Bud, Weiser. Er macht ein Bud, Weiser. Er macht ein Bud, Weiser. Hat es gemacht, meine Bier mit dem Bud, Weiser. Okay. Du musst ja nicht trinken. Ich hab das Video, guck so. Prost! Und Cut! Jetzt aber ein Cut! Weil jetzt nicht mehr Vorkammer, jetzt ist Cut! Jetzt wirklich, Hannes, jetzt ist Cut! Ich jetzt da irgendwo rein und dann war's dann. Ah! Tornado! So, das war also die goldene Meile mit Hannes und Kesto. Und theoretisch könnte man jetzt denken, wir haben es geschafft, weil wir sind ja alle drei von Anfang bis Ende zusammengeblieben. Wir sind an alle Stationen gekommen. Wir haben insgesamt sogar 16 Bier getrunken, wenn man sich das mal so anguckt. Aber ich sage, wir haben es nicht geschafft. Und das ist das dritte Mal, dass es nicht geschafft wurde. Beim ersten Mal, wie gesagt, haben wir die Norma verpasst und haben bei der Norma kein Bier getrunken, ich und Genaya, weil wir ja zu spät angekommen sind, dafür aber dann beim Panorama-Restaurant. Es hat also eine Station gefehlt. Insgesamt hatten wir genügend Bier, wir haben 13 Stück zusammenbekommen, wir haben aber eine Station verpasst in Form von Norma. Beim zweiten Mal sind die Jungs nicht bei der Norma und beim Panorama mit dabei gewesen. Ich war überall, ich habe überall eins getrunken, war bei auch 15 oder 16. Aber wir sind nicht als Truppe angekommen. Diesmal sah alles richtig gut aus. Wir sind auch auf 16 gekommen. Die Jungs haben sich schon sicher gefühlt. Ja, wir haben es ja jetzt geschafft, 12 Stück. Aber, wenn ihr genau geguckt habt im Video, beim Panorama-Restaurant, was eigentlich das letzte Pub ist, die letzte Station, die auch auf der Karte, die haben wir ja in der ersten Golden Meile mal gezeigt, die Karte, da ist das eingezeichnet als Laden, den man besuchen muss. Und in diesem Laden muss laut dieser Karte und den Spielregeln eigentlich ein Bier getrunken werden. Weil das ein Pub ist, eine Station. Da es nicht so viele Einkaufszentren gibt, sollte das dazu zählen. Und das sollte auch immer der krönende Abschluss sein, dass nach den ganzen billigen Biers aus den ganzen Einkaufsläden für 50 Cent durchschnittlich man dann am Ende da sitzt und im Panorama genießt, dass man es geschafft hat, dass man zusammen angekommen ist. Das ist The World's End. Aus dem Film The World's End, das letzte Lokal, da den Absacker trinken, da das letzte Bier. Ich habe das gemacht, ich habe mir dort ein Bier bestellt. Die Jungs haben gesagt, nö, 2 Euro für ein Bier, das ist mir zu teuer, mache ich nicht. Und haben dann für 1,50 Euro Wasser bestellt. Wegen 50 Cent, die sie sparen wollten, haben sie also das günstigste auf der Karte genommen und haben deshalb nicht mit mir zusammen in der letzten Station dort ein Bier getrunken. Ich hätte es wahrscheinlich sogar ausgegeben dann und gesagt, ach egal, komm, Hauptsache wir trinken noch eins. Ich weiß aber gar nicht, wer dran gewesen wäre, was, wie, wo. Auf jeden Fall gilt es meiner Meinung nach deshalb als nicht geschafft. Selbst obwohl wir 16 getrunken haben, du kannst aber auch nicht sagen, du packst jetzt 12 Bier in einen Beutel rein, gehst los vom Rewe zum Edeka und auf dem Weg zum Edeka trinkst du 12 Bier und dann hast du die goldene Meile geschafft. Weil du hast ja 12 Bier getrunken. Da fehlen die Stationen. Du kannst auch nicht sagen, du trinkst 12 Bier und dann läufst du los alle einzelnen Stationen ab, weil dann hast du ja die nicht an den einzelnen Stationen getrunken. Und das sollte doch kombiniert sein. 12 Bier, 12 Pubs, das Prinzip. Dass man zwischendurch mal noch eins mehr trinken muss. Dass man zwischendurch, das war ja damals mit Genaya, dass wir beim Abo ein Bier noch mitnehmen sollten oder wollten, weil wir das sonst nicht schaffen und dann beim Lutz
noch dazu und am Ende beim Rewe, dass wir genau auf 12 kommen. Aber man dann den Abo vielleicht weggelassen hat und dafür zwei da mitgenommen, dass das Abo halt einfach nur zwischendurch dieser Lückenfüller weg ist. Aber das Panorama war eigentlich eine feste Sache. Wie seht ihr das? Ich weiß es nicht. Würdet ihr sagen, ach komm, ihr habt es geschafft, das passt schon. Würdet ihr sagen, nö, Panorama muss schon drin sein als Endstation, weil komischerweise, es lag ja auch nicht danach daran, dass die Jungs fertig waren und nichts mehr wollten. Danach wurde ja trotzdem getrunken, wie ich gesehen habe im Video. Hannes war plötzlich weg, ich glaube, der war auf dem Klo. Und als er wiederkam, hat er plötzlich nochmal 4 Budweiser mitgebracht. Was ich auch nicht verstanden habe. 4 Budweiser, wir waren nur zu dritt, die dann auch noch aufgemacht, die dann auch noch getrunken. Wir sind dann noch, wollten ja zu dieser neuen Bar, die aufgemacht hat. Wir wollten da was trinken, da gab es nur Cocktails, die waren auch mega teuer, haben wir dann auch nicht gemacht. Sind dann noch da, wo wir jetzt die Bode anlegen, da reingefallen ins Wasser. Seitdem habe ich ein riesenblaues Fleck am ganzen Bein, weggerutscht, zack, es war den ganzen Tag schlammig nass, wir sahen aus wie Sau. Kester hat sein Feuerzeug verloren, Hannes hat seins kaputt gemacht, meins war plötzlich auch weg, hieß ja das Feuerzeug muss man bis zum Schluss dabei haben, hat beim Kester auch nicht funktioniert. Ich habe meins dann irgendwie auch nicht gehabt mehr und die Stöpfel und die Sachen alle hat auch nicht gepasst, obwohl wir immer alles eingesteckt haben, hat es auch nicht gepasst, aber das ist vielleicht dann der größte Schwierigkeitsgrad, selbst wenn alles perfekt gewesen wäre, dass es dann scheitert, dass man einen Kronkorken verloren hat und nicht mehr in der Tasche hat, dass es daran scheitert, dass man ein Feuerzeug nicht mehr dabei hat. Ich weiß nicht, da wäre ich jetzt vielleicht nicht so pingelig, das haben wir ja jetzt erst aus Spaß eingeführt, dass man die Kronkorken mitnimmt und dass jeder sein eigenes Feuerzeug hat zum Öffnen und das mitführt. Das ist natürlich ein cooles Gadget, was man vielleicht in zukünftigen Dingern machen könnte, noch, aber alle drei geschlossen, an jeder Station, nochmal hin und her. Ich glaube, es war die beste bis jetzt von der Ausführung, weil eben man an jede Station angekommen ist und jede Station noch offen war und weil wenigstens mindestens einer an jeder Station was getrunken hatte und wir als Gruppe waren. Aber ich glaube, es geht trotzdem irgendwie noch besser. Aber ihr seht, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Die zwei haben sich super gut verstanden, das war auch richtig cool. Und ich habe ja schon von anderen aus der Community gehört, die gesagt haben, sie würden das auch mal machen, die würde das auch interessieren. Shania wollte sogar noch ein zweites Mal das probieren. Marc und Pierre wollten ein zweites Mal. Hannes hat gesagt, jederzeit wieder, was weiß ich. Es könnten die wildesten Kombinationen entstehen. So, das ist vielleicht, wer weiß, wann man mal wieder jemanden findet, der sagt, er würde das gerne nochmal machen oder er würde gerne das auch mal probieren. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, mit einer Tourin das Ganze mal zu machen und wenn da noch jemand mit möchte oder mit darf oder wie auch immer, schreibt es mal rein, könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das so findet, ob ihr das total assi findet oder eigentlich als cooles Experiment, was man ab und zu mal machen kann, nicht übertreiben, ja. Das sind so Ausnahmetage, die man dann mal hat und mal macht. Aber es ist auf jeden Fall verdammt lustig und mit viel Bewegung und Wandern verbunden. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Schreibt mal rein, ob ihr Interesse hättet, sowas auch mal zu machen. Oder ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja, komm, wir haben es geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Haben wir es nicht geschafft? Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Schreibt es mal rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.